Ich bin durch meinen besten Freund, damaligen besten Freund, zum Fußball gekommen. Da war ich 4 Jahre alt. Ich habe eigentlich Ballett getanzt damals als 4-jähriges Mädchen, weil meine Mama auch Ballett getanzt hat. Und eigentlich fand ich es ganz cool, aber da durfte man sich nicht so viel bewegen und musste immer ruhig sein und still sitzen und dehnen. Und die Ballettlehrerin hat immer gemacht und das hat mich irgendwie gestört. Und ich war auch sehr, sehr bewegungsfreudig damals zumindest. Und dann bin ich halt mit meinem besten Kumpel, Kindergartenfreund, zu einem Dorfverein gegangen, dem SV Schackendorf, so 2 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt, in Schleswig-Holstein. Und ja, der hat mich dann halt mitgenommen, hat bei den Jungs mittrainiert, eine Trainingseinheit, und da hat mich der Fußball direkt gepackt. Habe ich meiner Mutter gesagt, ich muss unbedingt Fußball spielen, ich will unbedingt, das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte. Und ja, dann hat sie mich angemeldet. Und von da an habe ich dann halt bei den Jungs gespielt. Das Traurige war nur, dass mein bester Kumpel nach 2 Wochen aufgehört hat, weil er gemerkt hat, dass er keinen Bock auf Fußball hat. Aber ich habe dann auch viele andere Freunde da gefunden und habe sogar noch heute mit denen Kontakt. Also, das ist echt ganz cool. Ich hatte ja nie irgendwie darüber nachgedacht, für die Schweizer Nationalmannschaft zu spielen, weil ich einfach in Deutschland gelebt habe. Und eigentlich der DFB da sehr präsent war. Ich habe ja auch immer bei den Jungs gespielt und dementsprechend habe ich da eigentlich nie so richtig drüber nachgedacht. Irgendwann kam dann halt so die Anfrage von einem Frauenverein, dann musste ich auch irgendwann wechseln mit 16, Zweitbundesliga. Dann gab es sogar mal den Moment, dass der DFB Interesse hatte, dann allerdings doch wieder nicht, haben mich aber zum FC Köln weitervermittelt. So, und dann hat halt irgendwann ein Freund mich darauf aufmerksam gemacht oder hat dann gesagt, ja, es wäre total witzig, wenn du die doppelte Staatsbürgerschaft hättest und deine Mama ist ja Schweizerin. Und ich so gesagt, ja, also ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Und dann hat er gesagt, wie? Das kann ja nicht sein. Und dann, warum hast du, also wissen die das? Dann meinte ich, ja, ich weiß es nicht, ob die das wissen. Und dann hat er halt den Kontakt hergestellt zu Martina von Stecklenburg. Die hat sich dann ein Spiel angeguckt, ausgerechnet gegen Zürich. Und da habe ich dann auch ein Tor geschossen. Und ja, wurde dann halt eingeladen zum Algarve Cup. Das ging dann alles total schnell. Und dann wurde ich direkt mitgenommen zur WM. Und so kam ich quasi zum Schweizer Nationalteam.